Servus Leute, heute geht's natürlich wieder weiter mit dem fünften Türchen des Die drei Fragezeichen Adventskalenders. Und wie es so üblich ist, lese ich euch natürlich erst einmal die heutige Geschichte vor. Und zwar geht es so: Bob notierte konzentriert die Morsezeichen. Dann lasse das Ergebnis vor. Hole euch ab. Ich denke, das ist eine Botschaft unseres Auftraggebers. Er wird mitbekommen haben, dass wir uns aus dem Bus geworfen worden sind. Justus sagt das genauso. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Es dauerte nicht lange und die drei Fragezeichen sahen, wie sich aus den Bergen ein Reiter näherte. Es war der Mann mit dem Lederhut. Im Schlepptau hatte er drei weitere Pferde. Seid gegrüßt, lächelte er sie freundlich an. Ich bin froh, dass ihr meine verschlüsselten Botschaften verstanden habt. Denn ich brauche clevere Rätselmeister. Jemand hat mir von euch erzählt. Entschuldigt, dass ich euch mit dem Fell und dem Schild getestet habe. Und da ich absolut sicher sein möchte, dass ihr die Richtigen seid, erlaubt mir meinen letzten Test. Mit diesen Worten warf er den Freunden einen Haufen Indianerpfeile vor die Füße. Seht euch die Pfeile genau an. Einer ist besonders. Aufgabe: Seht ihr die Pfeilenden mit den Federn genau an. Nur bei einem der Pfeile kommt jede Farbe lediglich einmal vor. Welcher Pfeil ist es? Ich zeige euch mal nun das Rätsel genauer. Also muss ich jetzt hier dann erkennen, welcher Pfeil tatsächlich einzeln ist. Und das mache ich doch nun mal. Also, ich habe es nun herausgefunden, es ist eindeutig Pfeil Nummer 11. Und das ist dann auch hier, sieht aus wie so eine grüne Rauchwolke. Und jetzt schauen wir mal hier auf dem Adventskalender nach. Hier haben wir die grüne Rauchwolke tatsächlich. Dann öffnen wir Türchen Nummer 5. Und darin befindet sich heute, es müssten Aufkleber oder Magnetsticker sein. Ich glaube, es sind Magnetsticker. Schauen wir doch mal nach. Ah, es ist ein kleines Minispiel für Kinder. Man hat hier so drei Figuren und dann ist so eine Art, wer ist es, womit man es dann hier mit diesen Figuren einfach abkleben kann und dann muss der andere erraten, wie er aussieht. Finde ich cool gemacht. Allerdings für mich als ein bisschen Älteren nicht mehr ganz so interessant. Für Kinder ist das sehr lustig. Aber mir gefällt, dass es die Geschichte tatsächlich so eine kleine Wendung bekommt. Am Anfang dachte ich, dieser Paketbude war jemand, ja, der die drei Fragezeichen was Böses tun will. Er ist aber jetzt der Auftraggeber. Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Seid morgen dabei, wenn es heißt Nikolaus Special Tag. Mal schauen, was daraus kommt. Auf jeden Fall werden morgen von mir zwei Videos kommen. Was ihr seht ihr natürlich morgen auf meinem Kanal. Auf jeden Fall, bis morgen, bis dann, ciao.